Hallo aus Luxemburg. In diesem Video zeige ich meine persönlichen Highlights aus der Hauptstadt des Großherzogtums. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Moin, guten Tag, bonjour. Wir sind in Luxemburg, einer der kleinsten europäischen Hauptstädte. Sie liegt nur etwa 30 Autominuten von Trier entfernt. Luxemburger sprechen meistens als Muttersprache Luxemburgisch, aber auch Deutsch oder Französisch. Das heutige Stadtgebiet liegt auf mehreren Hügeln und ist durchzogen von teils tiefen Taleinschnitten, so wie hier dem Petrustal. Am südlichen Ende der Altstadt, am Kriegsdenkmal Gelle Frau, steht man auf einem Plateau und hat eine gute Aussicht auf die Petruskasematten, eine jahrhundertealte Festung, die in den Felsen hineingehauen wurde. Es ist nicht die einzige dieser Art in der Stadt. Unter einem liegt ein kleiner Stadtpark und man sieht den kleinen Fluss Petrus, der wenige hundert Meter weiter in die Alzette fließen wird. Unweit des Aussichtspunktes überquert die Adolfbrücke das Tal. Sie wurde Anfang des 20. Jahrhunderts errichtet. Es handelte sich zu diesem Zeitpunkt um die größte Steinbogenbrücke der Welt. Der große Doppelbogen hat eine Spannweite von rund 85 Metern. Die Kasematten über dem Petrustal gehören wie ihre bekannten Geschwister, die Bockkasematten, zu einer historischen Verteidigungsanlage der Stadt Luxemburg aus dem 17. Jahrhundert. Maßgeblich geprägt wurden die Kasematten durch den französischen Festungsbauer Vauban. Das natürliche Terrain, die Felsen der Stadt, wurden mit Höhlen und Gängen versehen, sodass eine unterirdische Anlage entstand. Die Bockkasematten wurden im Bockfelsen angelegt und hatten dort eine Länge von 110 Metern. Sie waren aber nur 7 Meter breit. Insgesamt durchzieht sich über das Stadtgebiet eine Gesamtlänge von 23 Kilometern an Kasematten. Hierbei wurden auch mehrere Etagen angelegt und bis zu 40 Meter in die Tiefe gebohrt. An Fenstern konnten immer wieder Kanonen positioniert werden. Die Kasematten sind dafür verantwortlich, dass Luxemburg den Spitznamen Gibraltar des Nordens erhielt. Von den Bockkasematten im Osten der Altstadt hat man einen wunderbaren Ausblick auf das Tal der Alzette. Von dort kann man bis hoch in den Stadtteil Kirchberg blicken, wo die diversen europäischen Banken ihre Standorte haben. Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges dienten die unterirdischen Gänge der Bevölkerung Luxemburgs als Schutzbunker vor Bombenangriffen. Hier konnten bis zu 35.000 Menschen Unterschlupf finden. Heute stellen die Kasematten eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt dar. 1994 wurden sie in die Liste des Welterbes der UNESCO aufgenommen. Geht man von hier aus weiter nach Norden, dann erreicht man den Panoramaaufzug Pfaffental. Mit ihm kann man in das unter einem liegende Tal hinabfahren oder ganz einfach nur auf dem gläsernen Fußboden stehen bleiben und die Aussicht auf sich wirken lassen. Schwindelfreiheit mal vorausgesetzt. Geht man von hier aus entgegen des Uhrzeigersinnes weiter nördlich entlang der Altstadt, dann geht es zunächst durch den Stadtpark. Direkt dahinter erreicht man den Liebfrauenfriedhof und hier fällt einem zuerst dieses Gedenkmonument auf. Es dient der Erinnerung an den Widerstand und die Deportation von Luxemburgern während der deutschen Nazi-Herrschaft. In Hinzert, nur unweit von Trier, gab es ein SS-Sonderlager, also ein Konzentrationslager, in das viele Luxemburger deportiert wurden. Der Liebfrauenfriedhof zeigt dem Besucher ganz eindeutig, wie nah Frankreich bereits ist. Der frankophone Einschlag in der Optik ist mehr als offenkundig und man ist durchaus überrascht, wie nah an Deutschland ein solch optisch schöner Friedhof doch gelegen sein kann. Die Gräber sind fast durchgängig mit großen Steinfiguren geschmückt. So sieht man zum Beispiel Engel, die am Grab um die Toten weinen. Ebenso findet man eine ganze Reihe an kleineren und größeren Mausoleen. Und Literaturfreunde, aufgepasst! Hier auf dem Liebfrauenfriedhof findet man auch einen echten Promi, nämlich den echten Hauptmann von Köpenick, Wilhelm Vogt. Wir kennen ihn durch sein Husarenstück vor dem Köpenicker Rathaus, das Karl Zuckmayer in einem Theaterstück festhielt und mit Heinz Rühmann verfilmt wurde. Was viele nicht wissen, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, lebte Wilhelm Vogt bis zu seinem Tod in Luxemburg und ist auch hier begraben.
Und wenn es schon einen Liebfrauenfriedhof gibt, dann müssen wir auch in das bedeutendste religiöse Bauwerk, die Kathedrale Notre-Dame de Luxembourg. Sie ist die Bischofskirche des hiesigen Bistums. Die Kathedrale ist ein bemerkenswertes Beispiel der Spätgotik. Sie weist aber auch verschiedene Elemente und Verzierungen auf, die vom Stil der Renaissance oder des frühen Barock geprägt sind. Wer in dieser Kathedrale ist, der sollte auch den Weg in die Krypta gehen. Hier befinden sich die Grabstätten der Bischöfe aus dem Erzbistum Luxemburg sowie der großherzoglichen Familie. Ihre Gräber liegen in einem separaten Bereich der Krypta, der nicht für jeden zugänglich ist. Man kann aber bis zu einem eisernen Tor an sie herantreten und durch die Stäbe einen sehr guten Blick auf das Innere werfen. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Luxemburg interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.